Herzlich willkommen zu den Most Actives hier am Donnerstag live von der Börse in Frankfurt. Werfen wir einen Blick auf den deutschen Leitindex. Ähnlich wie in den vergangenen Tagen hat er erst einmal vorsichtig heute hier in den Tag reingeschaut, konnte dann aber relativ schnell über die psychologisch wichtige Marke der 12.000 Zähler steigen, war im Tageshoch sogar bis auf 12.077 Punkte angestiegen und somit hat sich das Wochenplus dann auch auf rund 4% hier summiert. Wir hatten gute Impulse von Seiten der deutschen Industrie, da hat man nämlich im April mehr Aufträge als erwartet erhalten, aber es ist eben heute auch EZB-Tag und die EZB, ja, eigentlich belässt sie alles so wie erwartet. Billiggeld geht eine Runde weiter, die Politik, das Thema Strafzins, da hätte sich die Finanzbranche mehr erwartet und somit hat Enttäuschung eingesetzt. Der DAX hat seine kompletten soliden Gewinne vom Vormittag wieder abgegeben und ist sogar in den negativen Bereich gerutscht und somit sehen wir ihn jetzt 0,2% schwächer bei 11.952 Zähler. Werfen wir einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex. An Platz 1 heute einmal nicht Wirecard, sondern Nel, gefolgt von Wirecard, Infineon, Vonovia und Daimler. Nel, wir haben die letzten Tage schon drauf geschaut. Da hat man zuletzt ja eine scharfe Korrektur von gut einem Euro auf zwischenzeitlich unter 70 Cent nach der Aktienumplatzierung der Großinvestoren eben hingelegt und jetzt ringt die Aktie mit einem Aufwärtstrend. In dieser Woche konnte das Papier diesen noch mit Ach und Krach verteidigen. Allerdings drohte dann eben heute der Test dieser wichtigen Zone um die Marke der 70 Cent. Es braucht mal wieder Neuigkeiten, heißt es von Seiten der Experten. Die könnten aber bei dem norwegischen Unternehmen jederzeit natürlich auch kommen. Ein weiterer Wert, auf den wir schauen, ist die Aktie von Daimler. Der neue Daimler-Chef Källenius hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als Vorstandsvorsitzender die Bedeutung von Digitalisierung und Umweltverträglichkeit für die Autobranche betont. Man stehe vor dem Durchbruch beim autonomen Fahren, sagte der Vorstandsvorsitzende. Und somit könne man eben bei und mit der Digitalisierung dazu beitragen, dass die Zahl der weltweit 1,3 Millionen Verkehrstoten in Zukunft drastisch reduziert werden könnte. Auch in der Produktion soll durch Vernetzung und neue Technologien die Effizienz gesteigert werden. Was das Thema Umwelt angeht, das stand zudem im Vordergrund und bis 2022 soll die Produktion in Europa CO2-neutral werden und die gesamte Pkw-Neuwagenflotte innerhalb von 20 Jahren. Werfen wir einen Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da haben wir die Aktie von Wirecard wieder an Platz 1, gefolgt von Nel, Infineon, Inflax und auch E.ON. Inflax, da hat man enttäuschende Testresultate in einer Studie vorgelegt. Und die hat die deutsche Biotech-Firma eben zurückgeworfen, entgegen der Hoffnung, konnte das neue Medikament keinen statistisch signifikanten Vorteil gegenüber dem Placebo zeigen. Und binnen weniger Stunden, wir sehen das jetzt auch gleich auf dem Chart eingeblendet, verlor das Papier 90% an Wert oder aber fast eine Milliarde US-Dollar. Und da sehen wir es deutlich eingeblendet, das war nicht positiv für das Papier. Ich verabschiede mich trotzdem positiv und freundlich. Würde mich freuen, wenn Sie auch morgen am Freitag, dem letzten Handelstag innerhalb dieser Woche vor dem langen Wochenende wieder mit dabei sind. Tschüss und bis dann.